Vater, ich bitte dich, dass du uns wirklich heute begegnest, dass du unsere Herzen anrührst, dass wir dich einen Tick mehr kennen, wenn wir hier rausgehen. Und ich bete auch für das Spatzennest, für das VIT, für die Schatzinsel, ja, dass dort wirklich was wächst, was gut ist, dass da wirklich Glauben bestärkt wird, dass Leute ermutigt werden, dich mehr kennenlernen, erleben dürfen dann in ihrem Alltag, wie das Realität ist, wie das wahr ist, wie es sich bewahrheitet. Und deswegen, ja, Heiliger Geist, du bist herzlich willkommen im Lobpreis, aber auch in den Verkündigungen, die heute überall hier in der Gemeinde laufen. Mach du dein Ding und öffne unsere Herzen. Amen. So, ich predige heute Abend in der Jugendkirche. Und dann habe ich gedacht, okay, was mache ich morgens? Und dann habe ich so mit jemandem geredet. Und ich habe gesagt, ist das Thema wirklich relevant? Na, man ist ja erwachsen und so. Und dann hat die Person gemeint, ja, doch, doch. Und da ist mir aufgefallen, stimmt, es ist relevant auch als Erwachsener. Weil die meisten kennen das auch als Erwachsene. Zu sagen, ich habe Gefühle. Na, ich weiß nicht, ob es euch so geht. Mir geht es ab und zu so, dass ich Gefühle habe, Emotionen habe. Passiert nicht so oft, aber ab und zu bewegt es doch meinen Alltag und mein Leben. Und deswegen mache ich genau das gleiche Thema heute Morgen wie heute Abend. Weil ich denke, über Gefühle zu reden, über Emotionen zu reden, ist super, super wichtig. Weil wenn ich so durch die Bibel blätter, dann merke ich ganz arg oft so, okay, irgendwie die Emotionen, die ich so habe, die passen manchmal nicht zu dem, was in der Bibel steht. Und deswegen habe ich eine Zeit in meinem Leben gehabt, wo ich gedacht habe, okay, eigentlich sind diese Emotionen eher lästig. Ja, die nerven mich irgendwie. Irgendwie, ich bin ganz neidisch. Die Bibel sagt, sei nicht neidisch. Ich denke mir so, ich will das auch haben. Die Bibel sagt, übrigens begehr nicht das von deinem Nachbarn. Und so, ach, dann werde ich wütend. Die Bibel sagt, bring niemand um. Das war nie eine Schwierigkeit für mich. Aber na, ihr kriegt so ein bisschen, was ich meine. Na, man hat doch manchmal so Emotionen, nachdem man handeln will. Und irgendwie passt es aber nicht ganz so zu dem, wie Jesus gelebt hat. Aber so wie ich das dann zu machen in dieser Phase in meinem Leben, wo ich gesagt habe, okay, alle Emotionen sind schlecht. Den Fehler hat die Kirche schon mal gemacht in der Geschichte, der Kirchengeschichte. Dass sie gesagt haben, okay, das ist alles schlecht, alles böse, das brauchen wir nicht, alles doof, was mit Emotionen zu tun hat. Und das ist auch ein Riesenfehler, das ist auch falsch. Weil ich würde sagen, dass Gott uns gemacht hat, dass er Gefühle auch gemacht hat. Und zum Glück spricht die Bibel auch immer wieder davon, dass Gott wirklich Emotionen hat und dass seine Emotionen ihn zum Handeln bringen. Bei Jesus zum Beispiel immer wieder steht, okay, er war voller Mitgefühl und deswegen hat er was gemacht. Oder er wurde so richtig zornig darüber, dass die, wo eigentlich den Leuten ermöglichen sollten, dass sie vor Gott kommen können, na, den Priestern im Tempel, dass die daraus so eine Wechselbude gemacht haben, wo man sich sein Opfertier ersteigern kann. Na, da wurde es so richtig zornig, weil Leute nicht zu ihm kommen konnten, weil es eben um das Falsche ging. Na, das heißt, auch Jesus hat Emotionen, hat nach diesen Emotionen gehandelt und es geht mir in beide Richtungen. Wir können es machen wie das Volk Israel, zu sagen, ah, ich vermisse meinen Knoblauch aus Ägypten, ich will zurück und komplett vergessen, dass es Sklaven dort sind, aber gedacht, ach, hier ist so anstrengend, ich will zurück. Wir können es so machen, dass unsere Emotionen zu sowas treiben oder eben zu sagen, hey, wir lernen, wie passt denn das zusammen? Meine Emotionen, wie hat es Jesus gemacht? Weil es gibt wirklich einen Kampf in uns, da schreibt Paulus immer wieder drüber, zwischen unserem Fleisch und dem Geist und Emotionen hin und her. Na, aber ich glaube, es gibt einen Weg, wie wir damit umgehen können, weil eben unsere Emotionen an sich was wirklich Wertvolles sind, was Gutes sind, die machen das Leben ein Stück lebenswert. Ich mag das, produktiv zu sein und da im Tunnel zu sein und keine Emotionen zu haben, aber auch nur für einen gewissen Teil von meinem Tag. Dann bin ich doch danach auch gern wieder fröhlich zum Beispiel oder traurig oder was auch immer gerade so reinpasst. Meistens bin ich eher gerne fröhlich wie traurig, aber ich weiß nicht, wie euch das so geht. Genau, auf jeden Fall, eigentlich sind die gut. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, einfach so ein paar kleine Punkte, was ich denke, was so wichtig ist, bei den Emotionen. Und vielleicht einige kennen das schon, dann nimm das einfach als Erinnerung, weil ich nehme an, nächste Woche geht ihr durch den Alltag und ihr werdet diesen Kampf in euch merken zwischen, eigentlich will ich dir meine reinhauen
aber ich mach's nicht. diesen Kampf, den werdet ihr in euch haben. Und auch wenn man so Sachen weiß, na, okay, Emotionen sind gut, weil Gott hat die gemacht und gleichzeitig sind sie nicht immer gut, das weiß jeder. Aber jetzt eine kleine Erinnerung dran, was ich glaube, was wichtig ist im Blick auf Emotionen. Das erste eben, Emotionen sind ein Geschenk von Gott, aber sie sind nicht Gott. Ja? Das heißt, wenn ihr durch den Alltag geht, und wir haben das auch, vorhin mit die Band hat es auch gesagt, hey, wir wollen Jesus nachfolgen so und ihm unser Leben geben. Und das ist eben der Punkt, weil er Gott ist. Ne? Das heißt, er ist Nummer eins, wenn er sagen würde, geh nach links, dann sollte ich nach links gehen. Wenn meine Emotionen sagen, geh nach rechts, wie gesagt, meine Emotionen sind gut, aber sie sind eben nicht Gott. Das heißt, wenn es da im Zwiespalt steht und ich nach rechts gehe, glaube ich, dass links mehr Segen gebracht hätte, als da, wo ich hingehe. Und deswegen, das ist ein Satz, den ich mir immer wieder merke, Emotionen sind geschenkt von Gott, aber sie sind eben nicht Gott. Und deswegen müssen meine Emotionen gegründet sein in der wahren Realität, müssen gegründet sein auf dem Wort Gottes, weil das super, super wichtig ist. Ich meine, das gibt es in vielen Punkten, zum Beispiel in Sprüche 4, Vers 23 lesen wir, vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Und ich weiß, im AT, das Herz ist mehr als nur die Gefühle, da gehört auch das Denken dazu und deine tiefsten Glaubensüberzeugungen und wie du die Welt anschaust, also deine Weltanschauung, aber eben auch die Gefühle. Und das heißt, in der Bibel gibt es immer wieder, geht es darum, hey, bewahr das, ne? Pass da drauf auf. Und deswegen glaube ich, das muss wirklich da drin gegründet sein, weil die Bibel ist auch ganz klar, hey, wenn jemand das nicht kann, ne? Wenn das seine, wenn die Emotionen von der Person Gott sind, ne? Wenn er immer genau das macht, was seine Emotionen ihn zu verleiten, dann ist es folgendermaßen, ein Mensch ohne Selbstbeherrschung ist so schutzlos wie eine Stadt mit eingerissenen Mauern. Ja, das heißt, ohne Selbstbeherrschung, ne? Wenn ich immer genau das machen würde, in dem Moment, wo ich es denke und wo ich Bock habe, so immer, ohne drüber nachzudenken, ohne dass ich mich leiten lasse, eben vom Heiligen Geist, von Gott, dann ist man so ein bisschen wie eine Stadt ohne Mauer. Und das war damals ungünstig, weil dann kam das Dorf von nebenan und hat dir mal deinen Kühlschrank geklaut und dein Auto und noch ein paar andere Sachen, vielleicht ein Kind von dir. Und deswegen eine Stadtmauer, das wolltest du haben. Das hat dich beschützt. Deswegen die Städte mit einer Stadtmauer waren die, die wohlhabender wurden. Weil eben nicht, dass der Nachbarstamm kommen konnte und einfach sagen konnte, gib mir all dein Zeug, weil wir haben mehr Leute und mehr Schwerter. Und deswegen, so ist es, wenn deine Gefühle, wenn du die nicht regierst, ne? Wenn du die nicht unter Gott stellst, sondern als Gott behandelst. Und deswegen müssen wir sagen, hey, wir lassen uns vom Heiligen Geist leiten. Ja, da geht es auch darum, wenn es bei Paulus darum geht, mit dem Fleisch. Ne? Das sagt, okay, das Fleisch, das leitet uns immer zu den, so Sachen, dass wir, aber wenn ihr im Geist lebt, ja, wenn ihr diese Verbindung, diese Beziehung mit Gott habt, dann wird es immer, immer weniger werden und ihr werdet immer und immer mehr wie ich, also wie Jesus. Und deswegen müssen wir eben darauf achten und eben sollten wir, wenn wir, ne, angenommen, ihr seid nächste Woche, ihr seid zornig, dann empfehle ich euch, wenn ihr sagt, ich weiß eigentlich gar nicht, wie Jesus das so gehandhabt hat, dann nehmt so eine Konkordanz, Google, ChatGPT, was auch immer, irgendein Ding, wo euch das ausspuckt, was ihr braucht und gebt ein Zorn in der Bibel oder Bibelstellen zu Zorn. Und dann guckt, lest ihr die einfach mal alle durch. Ja, und dann merkt ihr, ich glaube, dass das wirklich, wenn ihr dann da hinsitzt und sagt, Heiliger Geist, jetzt ist alles, was du in der Bibel gesagt hast über Zorn vor mir, bring mir das bei, wie in meiner Situation, wie kann ich damit umgehen, wie kann ich damit leben, wie funktioniert das? Weil es gibt zum Beispiel Stellen in Jakobus, da steht, Zorn bringt nie was Gutes hervor. Es wird nie was hervorbringen, was Gott ähnlicher wird. Gleichzeitig, wie ich schon gesagt habe, Jesus ist an der Stelle zornig. Ja, und dann so, hä, okay, wie passt das zusammen? Und ich glaube, dass wir uns damit beschäftigen, wir das merken, okay, wo ist der Unterschied? Über welchen Zorn redet Jakobus, über welchen Zorn, oder der redet nicht drüber Jesus, aber welchen Zorn hat Jesus und auf was ist Jesus zornig? Ja, Jesus ist nicht auf Leute direkt zornig, aber auf diesen Zustand im Tempel, dass da, wo Leute ihn treffen können eigentlich, wo sie Gott begegnen können, diese Begegnungsstätte zwischen Menschen und Gott, dass die nicht mehr das ist, was er sein soll. Das macht den absolut wütend, weil er eben will, dass die Menschen mit ihm unterwegs sind. Und deswegen gründet eure Emotionen
eben auf der Realität, und die Bibel ist da einer der besten Wege, wie wir rausfinden, was denn wirklich wahr ist, weil derjenige, der uns gemacht hat, der die Welt erschaffen hat, der hat Leute beauftragt, das zu schreiben. Deswegen ist ein guter Start, dort anzufangen und eben aber auch offen zu sein, im Herzen Raum zu schaffen für den Heiligen Geist zum Sprechen und euch leiten zu lassen. Dann das Zweite. Emotionen, wie ich mir das vorstelle oder wie ich es in meinem Leben behandle, weil ich eben gelernt habe, meine Emotionen bleiben zu lassen und wegzuschieben, das wird nicht gut. Deswegen, ich finde, Emotionen sind so ein bisschen wie eine Anzeige. Ja, wir haben ja an Unterschieden im Auto, gibt es Anzeigen, wie schnell wir fahren, und die sagen uns meistens irgendwas Gutes. Und ich habe mir eine Luftpumpe ausgeliehen und die hat auch so eine Anzeige. Hier kann man ablesen, wie viel Druck denn im Reifen ist. Und so stelle ich mir meine Gefühle vor, ne? Und wenn die so null ist, okay, ich bin gerade gar 0% traurig oder 0% zornig, wie auch immer. Und da passieren Dinge in meinem Leben und ich pumpe da mal darauf los. Na, und ich pumpe und ich pumpe. Und die Anzeige geht immer weiter hoch und die wird immer höher und höher. Und wenn ich jetzt die Anzeige ignoriere und mir denke so, ja, nicht so wichtig, Jesus sagt, ich soll nicht zornig sein, alles ist bestens, ich liebe mein Leben und es ist so toll, yay, ich bin nicht zornig. Und wenn man sagt, ich bin nicht zornig, ich bin überhaupt nicht zornig, ich liebe alle Menschen. Bin ich nicht auf der Gitarre? Jawohl, okay. Dann passiert Folgendes. Alle schreien um euch rum oder schreien vielleicht euch an. Die Leute, die mit euch zu tun haben, werden nass. Es ist eine Sauerei, weil ihr habt eure Gefühle ignoriert. Und was damit passiert ist eben, es geht nach hinten los. Und deswegen glaube ich, wenn du Emotionen in deinem Leben hast, hat es einen Grund. Ja, entweder werden die alle aufgestaut und du weißt einfach nicht, wie du mit umzugehen. Na, wie entspanne ich, was brauche ich, um wirklich runterzukommen? Muss ich mal einen Wald, einen Baum umarmen oder keine Ahnung, irgendwas, mal mit Freunden unterwegs sein? Na, was hilft mir wirklich? Na, muss ich raus in die Natur? Muss ich Sport machen? Na, entweder sowas oder eben, ich habe irgendeinen Zustand in meinem Leben, der immer weiter da reinpumpt, immer weiter Zorn in mein Leben bringt, weil ich eben zum Beispiel eine falsche Perspektive oder so drauf habe. Aber deswegen, eure Emotionen sind eine Anzeige für das, was in euch passiert. Und da gibt es auch, ich war diese Woche in den Sprüchen unterwegs, deswegen wieder aus den Sprüchen, in Sprüche 27, 19. So wie sich ein Gesicht im Wasser spiegelt, spiegelt das Herz den Menschen. Das ist auch da wieder, ne? Deine Emotionen, wie du denkst, das spiegelt wieder, wer du bist und was in dir passiert, was in dir abgeht. Und deswegen sich damit auseinanderzusetzen, okay, woher kommt denn das überhaupt in meinem Leben? Woher kommt dieser Zorn? Wie kann ich es vielleicht loswerden? Was sind die Momente, wo mich das so wirklich aufbringt? Ne? Das zu erkennen, ist super wichtig. Weil ich habe so Teams geleitet bei Jugend mit einer Mission und ich habe das gemerkt, wenn man 3 Monate unterwegs ist, zusammen in einem Auto, zusammen in so einer kleinen Bude, wo man ein Klo hat und alle müssen im gleichen Raum schlafen, also irgendwo, wo es keine Infrastruktur gibt oder so, dann irgendwann explodiert immer irgendjemand. Und meistens lag das dran, dass so eins zum anderen geführt hat. Ne? Am ersten Tag 1, okay, da hat einer nicht guten Morgen gesagt. Tag 2, hat jemand ein Shampoo benutzt. Tag 3, nimmt jemand deine Tempos, das letzte, und du wolltest doch auch noch aufs Klo gehen mit Papier. Und dann geht es immer so weiter. Und am Anfang so, ja, nee, ich vergebe den. Ich vergebe dem, kein Problem, easy. Und irgendwann explodiert es doch. Und dann merken die Leute, oh krass, um ehrlich zu sein, ich hätte es vielleicht doch mal ansprechen sollen. Um ehrlich zu sein, ich hätte vielleicht wirklich mir richtig Zeit nehmen sollen und wirklich sagen, okay, Heiliger Geist, durchsuch mein Herz, vergebe ich wirklich gerade? Ne? Oder sage ich es einfach nur, weil es das fromme Ding ist? Na, vergebe ich wirklich? Und deswegen ist das für mich so ein gutes Beispiel, weil es wirklich so langsam passiert. Über die Woche verteilt, eine kleine Sache, die nächste kleine Sache, und irgendwann kriegt es irgendjemand ab, der gar nicht weiß, warum. Der denkt sich so, ich habe nur gefragt, ob du Zeit hast, und dann so, Panik. Und deswegen eben von Anfang an zu sagen, okay, ich merke das, diese Sache stört mich so richtig. Und dann sich Zeit zu nehmen und zu sagen, ich gehe wirklich
auf meine Knie, ich lege das ab, ich gebe das ab, ich nehme die Zeit, ich spreche es vielleicht an, ich ändere was in meinem Alltag. Ne? Ich merke, die Woche, ich bin super gestresst. Komm, ich baue 30 Minuten Spaziergang ein. Nach der Arbeit, ich sage meiner Frau, wie auch immer, ich komme ein bisschen später nach Hause, sorry. Und dann einfach, ne? Aber das hilft oft mehr, als so zu tun, als ob nichts wäre. Und deswegen macht es, ich glaube, es ist super wichtig, weil eben deine Emotionen sind so eine Anzeige für das, was in dir passiert und abgeht. Genau. Und ich habe gedacht, so ein, weil heute Abend soll es um Scham gehen und deswegen das Beispiel für eine Emotion, wo ich gedacht habe, wir probieren das nochmal so durch, ist Scham. Und na, wenn ich jetzt zum Beispiel merke in meinem Leben, ich habe Scham in meinem Leben. Ja, ich habe dieses Gefühl, wo mich irgendwie so niederdrückt, wo ich denke so, oh, ich schäme mich. Dann würde ich eben das machen und sagen, okay, was löst denn Scham aus? Was löst bei mir aus? Und so allgemeiner betrachtet, kommt Scham meistens von irgendwas, was ich getan habe. Ja, also ich habe wirklich irgendwas verbockt oder ich denke, ich habe was verbockt und dafür schäme ich mich. Oder es kann auch sein, dass du dich einfach schämst, wer du bist. Vielleicht sagt die ganze Welt, Leute mit Locken sind doof. Und dann denke ich so, ah, ich bin doof. Ich schäme mich für meine Haare. Na, für irgendwas, was ich bin, oh, ich schäme mich da dafür. Oder eben, wenn man merkt, okay, ich bin halt so, na, ich, und man schämt sich so, wer man ist. Und das sind so die zwei Grunddinger, die, glaube ich, Scham auslösen. Und da würde ich meinen Tag durchgucken und sagen, okay, was von beiden ist es denn bei mir? Na, was löst denn das gerade aus? Warum schäme ich mich? Ja, ich würde auf die Suche gehen, eben bevor es explodiert. Und weil das Ding ist nämlich, die meisten so Emotionen, oder im Fall von Scham, Scham trennt dich von anderen Leuten, es separiert dich. Ja, das heißt, wenn ich einfach nur Scham nachgeben würde und sagen würde, ja, ich lasse das so, dann passiert Folgendes, dass es einen Keil zwischen mich und den Leuten treibt vielleicht. Oder noch schlimmer, dass es einen Keil zwischen mich und Gott treibt. Weil ich glaube, dass dieses sich zu schämen wirklich dich wegschiebt. Na, es macht dich, du verkriechst dich so in die eigene Schale, Hauptsache es sieht mich niemand mehr. Und das wäre eben, wenn ich sagen würde, ja, ich mache einfach, was meine Emotionen machen, ich bin so eine Stadt ohne Burgmauer, dann würde ich eben dem einfach nachgeben und sagen, oh ja, nee, stimmt, ich muss mich schämen, ich verkrümel mich, ich gehe nicht mehr in die Gemeinde, ich, keine Ahnung, ich bleibe fern von den anderen, ich bete nicht mehr, weil ich hab gesündigt, ich kann nicht mehr vor Gott kommen, wie auch immer. Und dann nimm dich Scham und drück dich in so eine Ecke und isolier dich. Und eben aber zu sagen, nee, ich will, okay, ich habe Scham in meinem Leben, es ist eine Anzeige für irgendwas, das zu sehen und dann zu sagen, okay, für was? Und zu sagen, ich schaue, was ist so wirklich, wie ist der Umgang mit Scham in der Bibel? Ne? Was ist so in Wahrheit gegründeter Umgang mit Scham? Und da lesen wir eben genau das Gegenteil. Ne? Scham separiert dich. Und wir lesen aber in der Bibel immer und immer wieder, bei David, bei der Frau mit Blutungen, wo so lange Blutung hatte, wo einfach zu Jesus hingekommen ist, dass eben genau das Richtige war. David geht in den Tempel und geht vor Gott in seiner Scham. Der braucht immer ein bisschen, aber macht es dann irgendwann. Und die Frau mit Blutung, die schämt sich auch. Die ganze Kultur war ausgelegt drauf, sie zu verstoßen. Auf jeden Fall hat sie sich geschämt. Und trotzdem kommt sie vor Jesus. Und sie sagt eben nicht, okay, ich lasse die Scham mit mir machen, was es soll, sondern ich stehe da dagegen und ich sage, hey, guck mal, in der Bibel steht, die vor Gott kommen, die werden nicht beschämt werden. Das steht in den Psalmen. In der Bibel steht, dass wir einen Gott haben, der Liebe ist, der richtig gut ist, der auf die Welt kam, um mit Menschen wieder vereint zu sein. Und Gott, der sagt, hey, komm, als mein Feind darfst du trotzdem zu mir kommen, weil ich mache Frieden mit dir. Als jemand, der nicht so ist wie ich und eigentlich musst du so sein wie ich, um vor mich zu kommen, komm trotzdem, weil ich finde eine Lösung. Und es ist eben dieser Gott, der eigentlich in der Bibel zu finden ist. Das heißt, wenn ich dann Scham in meinem Leben habe, dann eben nicht zu sagen, okay, ich ignoriere es, bis es irgendwann zu spät ist oder ich irgendwas richtig Dummes mache, zu sagen, ich gründe das. Ja, es ist nicht, dieses Scham ist nicht Gott. Gott ist Gott. Und ich werde deswegen sagen, hey, ich gehe vor diesen Gott und ich nehme Hebräer 4, 16 zum Beispiel. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt
und uns seine Gnade erfahren lässt. Und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Und einfach zu sagen, genau das mache ich. Na, ich nehme das wahr, meine Scham, aber ich lasse mich nicht regieren. Und ich trete vor Gott, weil die Bibel sagt, dass er ein gnädiger Gott ist und dass ich vor ihn treten darf, weil eben Jesus für uns gestorben ist. Und deswegen ist es genauso immer, wie ich das mit Emotionen für mich mache. Na, also ich gucke mir die Emotionen an, die ich gerade vermehrt habe. Ich gucke, was die Bibel dazu sagt. Und ich versuche mit dem Heiligen Geist zusammen das rauszufinden, wie ich das nutzen kann, dass es mich zum Richtigen führt. Und wie Jesus irgendwann so bin, dass meine Emotionen wirklich zu einer Handlung zufolge haben, die wirklich gut ist, die Leben bringt. Und dass eben die, wo genau das Gegenteil bewirken wollen, dass die immer und immer weniger das ist, was ich wirklich tue. Genau, aber all das eben ohne meine Emotionen zu verdammen oder rauszukicken. Weil ich glaube, da schaden wir uns richtig krass. Genau. Das so perfekt. Oh, so gut an die Zeit gehalten heute. Ich will sagen, ich bete. Ich kann mir heute Zeit lassen zum Beten. Genau. Und vielleicht habt ihr da was mitgenommen zum Emotionen nächste Woche, wie damit umgehen. Genau, weil ich glaube, Jesus hat da echt viel für uns. Ich glaube, Emotionen sind übel die Hilfe, wenn wir eben lernen, damit umzugehen. Oh Gott, ich bin dir so dankbar, dass du Emotionen geschaffen hast, dass du auch so Sachen wie Freude und Spaß und all diese Sachen in diese Welt, in das Universum mit eingebaut hast, dass wir das haben dürfen. Das ist so ein Geschenk. Danke, dass wir lieben dürfen. Danke, dass ich kenne nicht so viele Emotionen. Aber all diese Emotionen, die wir haben, dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Und ich danke dir, dass du uns damit helfen willst in unserem Alltag, dass die uns nicht weg von dir führen müssen, dass die nicht irgendwie negativ sein müssen, sondern dass du einen Plan mit denen hast und dass du was Gutes draus machst. Und dafür bete ich, dass du uns nächste Woche daran erinnerst, wenn wir emotional sind, was du dazu sagst, was du drüber denkst. Und dass wir einfach eine gesunde Emotionalität einfach leben können, wie du, Jesus. Steh uns bei. Amen.